Okay, dritter Versuch. Tut mir leid, ich hatte wieder eine Hustenattacke. Ich habe jetzt wie ein, ich habe jetzt Hustensteller genommen. Vielleicht ist es jetzt besser. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind jetzt hier rechts in einer Welt mit durchsetzbaren Eigentumsrechten und wie schon gesagt, wir haben ein Steuersystem, sodass die Produktionserlöse geringer sind, nur noch 4 statt 5. Was macht das Steuersystem? Es macht erstens, dass die Eigentumsrechte durchsetzbar sind, dass die Produktionserlöse nie mehr geklaut werden können und zweitens erhöht es die Kosten des Diebstahls. Und wie wirkt sich diese Änderung jetzt aus auf das Nash-Gleichgewicht? Schauen Sie mal drauf. Was sind denn die besten Antworten des Zeilenspielers? Überlegt sich, wenn der andere Spieler Produktion spielt, was ist dann für mich die beste Antwort? Produktion oder oder Diebstahl? Naja, 2 ist besser als minus 3. Dann ist das hier die beste Antwort. Dann überlegt er sich, wenn der andere Diebstahl spielt, was ist dann für mich die beste Antwort? Wieder gilt, 2 ist besser als minus 3. Also ist das die beste Antwort. Und weil das Spiel symmetrisch ist, gilt das gleiche umgekehrt auch, sodass wir hier eine beste Antwort haben und hier. Und wir sehen, wir haben ein Nash-Gleichgewicht, genau eine Situation, eine Strategienkombination ist hier eine gegenseitig beste Antwort, nämlich Produktion, Produktion. Okay? Und ja, das ist ein sehr einfaches und natürlich konstruiertes Beispiel, das zeigen soll, wie wichtig Eigentumsrechte aus ökonomischer Sicht sind, ne? Denn ohne Eigentumsrechte lohnt sich Produktion von materiellen Gütern meistens nicht, denn ja, man kann ja einfach beklaut werden. Woran kann man Eigentum haben? Das ist einfach nur eine Liste jetzt von einfach nur um zu zeigen, dass es hier nicht um also wo dass es hier um ganz verschiedene Sachen gehen kann. Bei materiellen Gütern können es natürlich irgendwelche Arten von Produkten sein, Autos, Computer, sonstige Sachen. Es können aber auch Produktionsmittel sein, also Faktoren, die in die Produktion eingehen. Aber man kann Eigentum auch an geistigen Produkten haben, an immateriellen Gütern. Da geht es dann meistens um intellektuelle Eigentumsrechte, ne? Also man kann bei Erfindungen gibt es Patente und Geschmacksmuster, bei Kunstwerken und Büchern hat man Urheberrechte und dann gibt es natürlich noch Computerprogramme, die so ein bisschen Spezialfall sind, wo man Patente und Urheberrechte haben kann. Ja, 2 Folien vorher haben wir über Effizienzgründe aus theoretischer Sicht gesprochen. Das hier ist aus einer empirischen Studie. Genau, eben hatten wir gesagt, dass auf in diesem konstruierten theoretischen Beispiel, dass Eigentumsrechte auf jeden Fall wichtig sind für einen funktionierenden Markt, wo Güter produziert werden. Das hier ist nochmal so ein bisschen empirische Evidenz, um das zu stützen. Ne? Wir haben hier auf der X-Achse, Entschuldigung, haben wir Pro-Kopf-Einkommen in verschiedenen Ländern der Welt und zwar logarithmiert. Und auf der Y-Achse haben wir einen subjektiven Index für Enteignungsrisiko. Und das ist ja sozusagen das misst quasi, wie wahrscheinlich es ist, in einem Land grundlos enteignet zu werden. Okay, und das misst eigentlich ganz gut Schutz von Eigentum. Und natürlich wird der Index invers gemessen. Ne? Das heißt, 10 bedeutet, wir haben einen guten, wir haben einen sehr starken Schutz vor Enteignung. Und hier unten 2 bedeutet, wir haben einen fast ni nicht existenten Schutz vor Enteignung. Okay, und wir sehen hier, es gibt einen relativ starken positiven Trend. Je stärker der Schutz von Eigentumsrechten ist, desto größer ist das Pro-Kopf-Einkommen eines Landes. Ah ja,
Und was ich hier nicht auf der Grafik stehen habe, das hier gilt für das Jahr 2000. Genau, das hier ist einfach nur ein bisschen ganz leichte empirische Evidenz. Wie Sie sich sicher denken können, ist das hier erstmal natürlich nur eine Korrelation. Das hier ist einfach nur ein Scatterplot mit einer Regressionsgrade durchgelegt. Aber hier steckt ja erstmal keine Aussage über Kausalität drin. Aus dieser Korrelation hier, die relativ stark ist, können wir jetzt nicht rauslesen, ob Schutz von Eigentum dazu führt, dass Länder reicher sind, oder ob Länder, die reicher sind, einen besseren Schutz von Eigentum einrichten. Ne? Das sieht man aus so einer einfachen Korrelation nicht raus. Aber wenn wir die, ja, denken Sie zurück an die Mindestanforderungen für kausale Inferenz. Immerhin haben wir hier die Mindestanforderung. Ne? Unsere These ist, je besser der Schutz von Eigentum, desto höher sollte das Pro-Kopf-Einkommen in einem Land sein. Und die Mindestanforderung wäre schon mal, dass es eine starke Korrelation zwischen zwei besteht. Und die sehen wir tatsächlich hier. Ach ja, und im Hinterkopf sollten Sie vielleicht behalten, dass das nicht linear ist, denn hier das Pro-Kopf-Einkommen ist logarithmiert auf der Achse. Okay? Die Grafik können Sie wahrscheinlich sogar selber replizieren, wenn Sie auf Gapminder gehen. Einfach mal googeln. Gapminder, das war die Seite, die ich verlinkt hatte bei den ersten Übungsaufgaben, wo man sich selber so schön die Scatterplots erstellen kann. Ne? Und da kann man bei den Variablen auch eingeben, ob die logarithmiert oder nicht logarithmiert erscheinen sollen. Okay, aber das hier einfach nur ein bisschen als Motivation, dass es empirisch auch eine gewisse Basis für diese Behauptung gibt. Okay, steigen wir aber jetzt in die Theorie ein. Sie sehen direkt, dass die Formatierung der Folie ist ein bisschen anders, weil ich das habe ich aus einer anderen Präsentation übernommen, als ich noch eine andere Formatvorlage hatte und ja, es wäre jetzt ziemlich aufwendig gewesen, alles hier zu ändern. Deswegen habe ich es erstmal einfach so gelassen. Worum geht es denn hier? Eines der wichtigsten theoretischen Resultate im Hinblick auf Eigentumsrechte ist das Coase-Theorem. Wissen wir. Wissen wir noch, ne? Wissen Sie dann auch noch, was das Coase-Theorem in einem Satz aussagt? Die dies richtig gesagt haben, zu denen sage ich genau. Bei sehr geringen Transaktionskosten führen dezentrale Verhandlungen über eine Ressource immer zur effizienten Allokation, unabhängig davon, wie die Eigentumsrechte in der Ausgangssituation verteilt sind. Okay? Das ist das Coase-Theorem und das ist sehr wichtig, denn in der Welt, in der wir uns bislang bewegt haben, in unserem theoretischen Beispiel mit den Nash-Gleichgewichten, in dieser Welt gab es keine Externalitäten, also indirekte Auswirkungen von Produktionsfähigkeiten des einen auf andere. Ja, ich hoffe, Externalitäten ist Ihnen ja ein Begriff. Externalität ist einfach, wenn ich eine Aktivität unternehme und diese hat einen Effekt auf jemand anders. Und diesen Effekt auf jemand anders, den berücksichtige ich nicht. Ja? Das ist eine Externalität. Beispiel: eine Fabrik, die keine Ahnung, Schmutz in einen Fluss pumpt oder ja, die stinkende Gase in die Luft abgibt. Ja? Das sind externe Effekte, Externalitäten. Und an diesen Beispielen können Sie schon sehr gut vorstellen, dass fast jede Art der industriellen Massenproduktion in irgendeiner Weise mit negativen externen Effekten für angrenzende Menschen verbunden sind. Ja, ich habe schon gesagt, Beispiel Lärm oder Geruchsbelästigung durch eine Fabrik. Ich muss da immer zurückdenken an meine Zeit, die ich in Mannheim gewohnt habe. In Mannheim
ist unter anderem auch eine große Produktionsstätte der Firma Suisha. Und die machen ja Kakaopulver. Und ja, eigentlich das ganze Jahr über kommen immer mal wieder ja, so Geruchsschwaden von Kakao von der Fabrik rübergeschwappt, und in ganz Mannheim riecht es nach Kakao. Und ja, je nachdem, was für eine Temperatur herrscht, ist das nicht immer angenehm. So, und das Coase-Theorem gibt uns jetzt für solche Situationen einen schönen Rahmen, in dem wir erklären können, warum dezentrale Verhandlungen effizient funktionieren oder nicht. Wenn Eigentumsrechte vollständig spezifiziert sind und wir doch nicht zu einer effizienten Lösung kommen, liegt es wahrscheinlich daran, dass aus irgendeinem Grund die Transaktionskosten, also die Kosten der Verhandlung, zu hoch sind. Umgekehrt könnte es auch sein, dass Verhandlungen deshalb nicht zum effizienten Ergebnis führen, weil die relevanten Eigentumsrechte nicht vollständig spezifiziert sind. Dies ist häufig der Fall, wenn es um Externalitäten geht, also darum, wer das Recht auf Ruhe, das Recht auf saubere Luft oder das Recht auf saubere Flüsse hat. So, aber jetzt gehe ich mal endlich auf diese Grafik hier ein. Was haben wir hier? Das Erste, was Sie an dieser Grafik merken, ist, sie geht auf der X-Achse in beide Richtungen. Wir haben hier, die ist zwischen 0 und 1 skaliert. 0, 1, wobei 1 für vollständigen Lärm steht, also sehr, 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 sehr laut, und 0 steht für sehr, sehr, sehr leise oder gar keinen Lärm. Das heißt, wir haben hier zwei Parteien, einmal einen sogenannten Schädiger und einen sogenannten Geschädigten. Für den Schädiger schauen wir uns die Achse immer von rechts von links an, und für den Geschädigten schauen wir uns die Achse von links nach rechts an. Das macht Sinn, und das kann invers auf einer Achse abgetragen werden. Das ist ganz praktisch, weil wir dann die Grenzkostenkurven in einer Grafik abbilden können. Nochmal von rechts nach links gelesen. Für den Schädiger lesen wir hier auf der X-Achse das Ausmaß an Lärmvermeidung ab. Okay? Je weiter wir von der 1 weg sind, Richtung 0, desto mehr vermeidet der Schädiger an Lärm. Okay, was haben wir hier noch? Auf der Y-Achse me messen wir Grenzkosten. In gleichen Einheiten natürlich. Und ja, das ist ganz praktisch, aber behalten Sie im Hinterkopf, dass es hier Grenzkosten sind, die abgetragen sind. Keine absoluten Kosten. Grenzkosten, Sie wissen noch aus Mikro, das sind die zusätzlichen Kosten der marginalen nächsten Einheit an Aktivität oder Produktion. So, und diese blaue Kurve, die ich Ihnen jetzt hier abgetragen habe, oder gerade von mir aus, das sind die Grenzvermeidungskosten für den Schädiger. Das ist hier definiert als der Gewinnverzicht durch Lärmvermeidung, da der Schädiger zusätzliche Ressourcen aufwenden muss, um den Lärm zu dämmen. Ja? Also das hier ist eine völlig generische Coase-Situation. Bleiben wir einfach beim Beispiel einer Fabrik mit Lärm. Okay? Der Schädiger ist die Fabrik oder von mir aus der Fabrikeigentümer. Und je mehr Lärm die Fabrik vermeidet, desto mehr muss der Fabrikeigentümer an Kosten aufbringen, keine Ahnung, um die Wände der Fabrik vielleicht zu dämmen oder um zu günstigeren Zeiten zu produzieren oder leisere Maschinen anzuschaffen. Ne? Das sind alles auf jeden Fall Sachen, die Geld kosten. Und ja, Sie sehen an dem Verlauf der Grenzvermeidungskostenkurve, je mehr Lärm der Schädiger vermeidet, desto höher sind seine Grenzkosten. Okay, das ist einfach per Annahme. Ja, aber Sie können sich das so ein bisschen vorstellen als
gestaffelte Reihenfolge an Lärmvermeidungsmaßnahmen. Ja? Also wenn Sie sich vorstellen, die allerkleinste Maßnahme, die auch nur einen kleinen Effekt hat, wäre, keine Ahnung, irgendeine Art von Dämmung von außen oder innen an die Wände, das wäre hier sowas. Die nächste Maßnahme wäre sowas wie andere Zeiten der Produktion, wo es die Anwohner weniger stört. Das wäre vielleicht mit höheren Kosten verbunden, ne, weil dann die Produktion vielleicht ineffizienter ist. Und dann haben wir vielleicht sowas wie, okay, komplett neue Maschinen, die allesamt leiser sind. Das ist natürlich mit sehr hohen Grenzkosten verbunden und hätte vielleicht auch einen großen Effekt. Und wenn wir uns das so als gestaffelte Entwicklung vorstellen, dann macht der Verlauf dieser Grenzvermeidungskosten eigentlich Sinn. Ne? So, und natürlich gilt, bei vollem Lärm, also bei x gleich 1, sind die Grenzkosten 0, denn der Schädiger macht ja nichts gegen den Lärm. Und gewinntechnisch ist das natürlich auch der Punkt, der dem Schädiger am liebsten wäre, ne? Weil er dann gar keine Aufwendung für Lärmvermeidung hat und dann ceteris paribus sein Gewinn auch am höchsten ist. Entschuldigung. So viel zum Schädiger erstmal. Nee, eine Sache noch. Ach ja, umgekehrt gilt natürlich, wenn der Lärm komplett vermieden wird, wenn wir also bei x gleich 0 sind, dann sind die Grenzkosten für den Schädiger am allerhöchsten. Okay, das gleiche können wir uns überlegen für den Geschädigten. Wir erinnern uns, für den Geschädigten schauen wir uns die x-Achse von links nach rechts an. Für den Geschädigten. Für den Geschädigten bestehen die Grenzkosten aus dem Schaden, der ihm zugefügt wird. Deswegen nennen wir das hier die Grenzschadenskosten. Also die zusätzlichen Kosten, der zusätzliche Schaden, der dem Geschädigten entsteht, dadurch, dass mehr Lärm produziert wird. Genau. Und der Verlauf der Kurve ist hier auch ganz einfach zu erklären. Je mehr Lärm produziert wird, desto größer ist der zusätzliche Schaden von noch mehr Lärm. Ja, deswegen, warum müssen wir das so umständlich ausdrücken? Weil es eine Grenzkostenkurve ist. Ja, das, was hier abgetragen ist, ist quasi der Wert der Ableitung der Kostenkurve. Ja, und genauso wie beim Schädiger gilt, dass der Geschädigte einen Lieblingspunkt hat, nämlich ihm ist am liebsten der Punkt 0, 0 Lärm. Da hat er nämlich gar keinen Schaden, auch keinen Grenzschaden. Und okay, was jetzt wichtig ist für die Herleitung des Coase-Theorems nachher ist, man kann aus Sicht des Geschädigten hier die x-Achse auch von rechts nach links lesen, dann nämlich als marginale Zahlungsbereitschaft für Lärmreduktion. Warum? Sehen wir gleich. Aber Sie sehen, also intuitiv können Sie sich schon vorstellen, wenn wir von rechts nach links gehen, heißt das ja eine Reduktion in den Grenzschadenskosten für den Geschädigten. Das heißt, so viel wäre er eigentlich auch bereit zu zahlen, was ihm an Schaden erspart bleibt. Okay, bevor wir jetzt im Coase-Theorem etwas über die effiziente Lösung sagen können, müssen wir noch überhaupt herausfinden, was die effiziente Lösung überhaupt ist. Das machen wir hier. Ja, wir könnten natürlich aus unserem ökonomischen Bauchgefühl sagen, ja, die effiziente Lösung ist bestimmt da, wo die Grenzkostenkurven sich schneiden. Und das ist auch so. Aber ja, was ist die Intuition dahinter? Überlegen Sie mal kurz, warum
ist der Schnittpunkt der beiden Grenzkostenkurven der effiziente Punkt. Es geht über das hypothetische Konstrukt des wohlwollenden Diktators. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie den im Mikro schon mal kennengelernt. Wir überlegen uns einfach, was denn ein hypothetischer wohlwollender Diktator machen würde, der sowohl dem Schädiger als auch dem Geschädigten sagen kann, was sie jeweils machen sollen. So, und da der Diktator wohlwollend ist, wird er die Gesamtwohlfahrt maximieren, beziehungsweise, weil wir hier nur Kosten haben und keinen Nutzen, wird er die Gesamtkosten der Gesellschaft minimieren. Okay? Das ist äquivalent zur Wohlfahrtmaximierung. Und die Gesamtkosten der Gesellschaft sind nichts anderes als die Vermeidungskosten des Schädigers plus die Schadenskosten des Geschädigten. Diese Größe soll minimiert werden. Okay. Die Gesamtkosten, das ist hier, ist gleich Vermeidungskosten plus Schadenskosten. So, wir wollen davon ein Minimum wissen. Wie finden wir das Minimum raus? Naja, wir leiten die Kostengleichung ab und setzen sie gleich 0. Ne? Denn da ist die Steigung der Gesamtkostenkurve dann 0. Leiten wir das Ganze ab, dann haben wir da stehen, dass die Grenzvermeidungskosten plus wir kommen dann auf die Entschuldigung kurzen Aussetzer. Wir leiten die ganze Kostengleichung ab, setzen sie 0 und kommen auf die notwendige Optimalbedingung, nämlich, dass die Grenzvermeidungskosten den Grenzschadenskosten entsprechen müssten. Ja? Und in dem Punkt in dem sich die beiden Grenzkostenkurven schneiden, ist genau das der Fall. Ne? Ist die Höhe der Grenzvermeidungskosten genau den Grenzschadenskosten. Und da ist dann auch das soziale Optimum und damit auch die effiziente Lärmmenge. Okay? Also das Niveau der Grenzkosten ist das hier das Optimale, nennen wir das K-Stern. Und bei D sehen wir das effiziente Lärmniveau. Okay? Und das Wichtige, was man hier natürlich auch mitnehmen muss, ist, die effiziente Lösung ist irgendwo in der Mitte. Ja? Weder kein Lärm noch voller Lärm sind die effizienten Lösungen hier, ne, sondern irgendwas in der Mitte. So, und jetzt wissen wir über das Konstrukt des wohlwollenden Diktators, was die effiziente Lösung ist, nämlich hier der Schnittpunkt der Grenzkostenkurven. Und jetzt schauen wir uns mit dem Coase-Theorem mal an, ob wir in einer dezentralen Verhandlung, ne, wenn nämlich Schädiger und Geschädigte an einem Tisch sitzen, ob wir dann irgendwie zu dieser effizienten Lösung kommen. Wir haben hier den Fall ohne Haftung. Wir können uns grundsätzlich überlegen, zwei verschiedene Fälle, ohne Haftung, mit Haftung. Ohne Haftung bedeutet, der Schädiger trägt keine Verantwortung für den Lärm, den er emittiert. Und mit Haftung bedeutet, der Geschädigte hat das Recht quasi auf Ruhe. Okay? Nochmal, der Fall ohne Haftung bedeutet, der Schädiger hat Recht auf Lärm. Fall mit Haftung bedeutet, der Geschädigte hat Recht auf Ruhe. So, wir sind jetzt aber hier im ersten Fall, also ohne Haftung. Das heißt, der Schädiger hat das Handlungsrecht in Bezug auf den Lärm. Er hat das Recht, Lärm zu machen. Okay, in der Ausgangssituation überlegen, okay, der Schädiger, wir sind jetzt in der Ausgangssituation, was macht der Schädiger? Naja, er geht erstmal auf seinen Lieblingspunkt, ne? Er will keine Vermeidungskosten haben, also
drehte alles auf volle Pulle und hat Vermeidungskosten von 0 und macht vollen Lärm. So, das ist sein Lieblingspunkt. Okay. Wir wissen, das ist nicht effizient, denn der effiziente Lärm, denn wir wissen, die effiziente Lärmmenge ist hier in der Mitte irgendwo. Das können wir auch, ja. Ja, das können wir auch mit bloßem Auge sehen, denn nee, sorry, falscher Gedanke. Okay, wir wissen, die effiziente Lärmmenge liegt in der Mitte und wenn der Schädiger, der Firmen, der Fabrikbesitzer, wenn der Fabrikbesitzer eben auf seinen Lieblingspunkt geht, dann ist das ineffizient, gesamtwirtschaftlich. So. Wir wissen aber auch, dem Geschädigten entsteht dadurch ein ziemlich großer Schaden. Wir sehen, der Grenzschaden für den Geschädigten ist hier oben. Woran sehen wir den Gesamtschaden des Geschädigten? Denken Sie dran, die Kurven, die hier abgetragen sind, sind ja Grenzkostenkurven. Vielleicht haben Sie schon geraten, es hat irgendwas mit der wunderschönen braun schattierten Fläche zu tun. Da es sich bei der roten Gerade um eine Grenzkostenkurve handelt, daran also nur die Veränderung der Kosten ablesbar ist, müssen wir uns die gesamte Fläche unter der Kurve anschauen, um die Gesamtkosten zu sehen. Okay, also das Dreieck 0b1, also diese gesamte braune Fläche, diese Fläche, das sind die Gesamtkosten des Geschädigten, wenn der Schädiger volle Pulle Lärm macht. Mathematisch gesehen ist das natürlich nichts anderes als das Integral, ne, das Integral der Grenzkostenfunktion. Okay? Ne, vom Bauchgefühl her passt es ja. Wenn ich die Kostenkurve ableite, dann komme ich auf die Grenzkosten. Und wenn ich zurück zu den Kosten will, muss ich quasi den umgekehrten Schritt machen und der umgekehrte Schritt von zu ableiten ist integrieren. Okay. Das ist jetzt die Ausgangssituation in dem Fall ohne Haftung. Was können wir uns jetzt überlegen? Was wäre denn nun, wenn der Geschädigte dem Schädiger ein bisschen was zahlt, damit der Schädiger weniger Lärm macht? Wenn der Schädiger seinen Lärm von 1 auf E reduziert, das wäre hier. Das heißt, wir haben so eine Reduktion. Was passiert dann? Dann bedeutet das für ihn Vermeidungskosten. Und seine Vermeidungskosten lesen wir ab an der Fläche unter seiner Grenzvermeidungskostenkurve. Also das Dreieck E1G sind seine Vermeidungskosten, wenn er von 1 auf E reduziert. Also der Schädiger reduziert von 1 auf E. Das heißt, er wandert auf seiner Vermeidungskostenkurve auf diesen Punkt und die Fläche unter diesem Dreieck sind seine gesamten Vermeidungskosten, wenn er auf E reduziert. Okay? E1G ist das Dreieck seiner Vermeidungskosten. Was gilt dann noch? Die gesamten Kosten, die Schadenskosten für den Geschädigten reduzieren sich jetzt, weil weniger Lärm emittiert wird. Und zwar von B auf diesen Punkt H. Das heißt,
Die gesamten Kosten, die gesamten Schadenskosten für den Geschädigten sind nur noch ein kleineres Dreieck, ne? Nämlich das, was jetzt noch weiß ist. 0, E, F. Ne? Das große Dreieck, was jetzt noch weiß ist, das sind die Gesamtkosten des Geschädigten. Das heißt, durch diese Lärmreduktion hat der Geschädigte also quasi was gewonnen, einen Nutzen gewonnen, denn seine Gesamtkosten haben sich ja reduziert. Und was er gewonnen hat, das ist quasi die gesamte Fläche unter diesem Stück hier, ne? Denn um diese Fläche haben sich ja seine Gesamtkosten reduziert. E1 BF, ja, ist sein Bruttonutzengewinn von dieser Lärmreduktion. Und was kann der Geschädigte jetzt machen? Der Geschädigte kann dem Schädiger eine Kompensationszahlung anbieten. Zum Beispiel genau in der Höhe der tatsächlichen Lärmvermeidungskosten. Ne? Also Sie müssen sich vorstellen, der Geschädigte hat ja jetzt die Fläche unter der Kurve hier, hat er quasi gewonnen und einen Teil davon kann er jetzt dem Schädiger anbieten als Kompensation dafür, dass er Vermeidungskosten hatte. Und wir wissen noch, der Schädiger hatte ja Vermeidungskosten in Höhe von diesem geriffelten Dreieck hier unten und ja, der Schädiger hat genug Nutzen, Gewinn gehabt, dass er den Schädiger komplett dafür kompensieren kann. Nee, sorry, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Okay, nochmal. Wenn der Schädiger jetzt dem, wenn der Geschädigte jetzt dem Schädiger, ach, ich bin immer noch krank, wenn der Geschädigte jetzt dem Schädiger eine Kompensationszahlung anbietet, dann würde das ja die Form annehmen von Menge mal Preis. Und die Menge wäre eben die Menge, wie viel Lärm vermieden wurde, also dieses Stück von H zu F, und der Preis wäre eben hier der neue Grenzkostenpunkt. Ne? Das heißt, dieses Rechteck E1HF, das wäre die Kompensationszahlung, die der Geschädigte anbieten kann. Und wir sehen sofort, dieses Rechteck der Kompensationszahlung ist größer als die Kosten, die dem Schädiger entstanden sind durch die Vermeidung von Lärm. Sie erinnern sich hier unten, dieses kleine Dreieck, das waren seine Vermeidungskosten insgesamt. Und das Rechteck, das da drüber gestülpt ist, das große, also nicht nur der grüne Teil, sondern inklusive dem kleinen Dreieck da unten. Dieses ganze Rechteck bietet der Geschädigte als Kompensationszahlung an. Das ist definitiv mehr als die Vermeidungskosten. Das heißt, der Schädiger hätte durch diese Lärmreduktion plus Kompensation einen Netto-Nutzengewinn. Einen Netto-Gewinn oder Netto-Nutzen-Gewinn, nämlich dieser grünen Fläche. Jetzt geht es endlich um die grüne Fläche. Das ist der Netto-Gewinn für den Schädiger. Und der Geschädigte hat auch immer noch einen Netto-Nutzen-Gewinn, nämlich hier oben das rote Dreieck. Ne? Denn Sie erinnern sich, die ganze Fläche unter diesem Stück hier
ist sein Bruttogewinn durch die Reduktion. Davon gibt er dem Geschädigten das untere Rechteck komplett ab und hat aber immer noch hier dieses Dreieck als Netto-Nutzengewinn übrig. Was halten wir fest? Durch die Lärmreduktion haben beide einen Netto-Nutzengewinn. Okay, das lohnt sich also für beide, sich auf diese Lärmreduktion zu einigen. Okay, aber das war jetzt nur ein kleiner Schritt, eine kleine hypothetische Reduktion. Und die Verhandlung geht jetzt so lange weiter, bis, Sie können sich es bestimmt denken, bis der Schädiger sich nicht mehr weiter runterhandeln lässt. Und das ist genau hier in Punkt C oder von mir aus Lärmmenge D der Fall. Warum ist das so? Naja, überlegen Sie sich, wir würden ein kleines Stück weiter nach links verhandeln, wenn der Schädiger jetzt ein kleines bisschen mehr Lärmvermeidung als 1D betreibt, das hier. Wenn er ein bisschen mehr Lärmvermeidung als das betreibt, dann wird sein Nettogewinn aus dieser Verhandlung auf einmal negativ. Er macht also netto einen Verlust. Und das will er nicht und deswegen geht er auf so eine Verhandlung, auf so eine zusätzliche Reduktion nicht mehr ein. Ja? In anderen Worten, bei jedem Punkt links von D wäre die marginale Zahlungsbereitschaft des Geschädigten, Sie erinnern sich, die Kostenkurve des Schädigers können wir auch als marginale Zahlungsbereitschaft interpretieren. Bei jedem Punkt links von D wäre die marginale Zahlungsbereitschaft des Geschädigten für zusätzliche Lärmvermeidung geringer als die Grenzkosten der Lärmvermeidung, die dem Schädiger durch die Lärmvermeidung entstehen. Ne? Sehen wir ganz eindeutig. Links von D ist die blaue Kurve immer über der roten Kurve. Ne? Wenn wir die rote Kurve als marginale Zahlungsbereitschaft interpretieren und das hier als marginale Kosten der Vermeidung, dann sehen wir, die Kosten sind größer als die Zahlungsbereitschaft und es kommt kein Deal zustande. Ergo, wir sind also durch eine dezentrale Verhandlung bei der effizienten Lärmmenge angelangt. Wir hatten ja vorhin gesagt, die effiziente Lärmmenge ist D, genau da, wo Sie Grenzkostenkurven nicht schneiden. Und durch die dezentrale Verhandlung sind Schädiger und Geschädigter tatsächlich auf so eine Lösung gekommen. So, das war der Fall mit Haftung. Das war der Fall ohne Haftung. Der Fall mit Haftung funktioniert analog und wird eine Übungsaufgabe kommenden Freitag sein. Jetzt sind wir schon fast fertig mit dem theoretischen Teil für heute. Was können wir denn aus diesem theoretischen Teil ziehen? In dieser ganzen grafischen Überlegung war die ganze Zeit die Annahme, dass die Transaktionskosten 0 sind. Ist das realistisch? Nee, natürlich nicht. Ne? Die Angabe von 0, von Transaktionskosten gleich 0, ist sehr oft unrealistisch. In der Realität haben wir fast immer Transaktionskosten. Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, was soll dann das Coase-Theorem überhaupt? Naja, die wichtige Feststellung hier ist eher, dass solange die relevanten Eigentumsrechte nicht definiert sind, kann es überhaupt nicht zu einer dezentralen Verhandlungslösung kommen. Und das ist eben einer der Punkte, den Coase zeigen wollte. Er wollte nicht sagen, es gibt in der Wirklichkeit so Situationen, wo wir zu einer dezentralen, effizienten Lösung kommen, sondern wenn wir es nicht schaffen, dann liegt es daran, dann liegt es entweder daran, dass die Transaktionskosten zu hoch sind oder dass die relevanten Eigentumsrechte nicht definiert sind.
In unserem Beispiel wären diese Eigentumsrechte eben das Recht auf Ruhe bzw. Recht auf Lärm. Und solange diese Eigentumsrechte nicht definiert sind, kann es überhaupt nicht zu einer effizienten Verhandlungslösung kommen. Ne? Denn wenn es nichts gibt, über das man verhandeln kann, kann man natürlich auf keine Verhandlungslösung kommen. Stattdessen wird man in einem Punkt ziemlich weit links oder rechts landen. Also bei ineffizient geringer bzw. hoher Lärmproduktion. Je nachdem, wie die Ausgangsverteilung ist. Und das berühmte Beispiel für das Schaffen von Eigentumsrechten, vielleicht kennen Sie es schon, ist wohl bei den Umweltzertifikaten. Ich glaube, das erste große angelegte Projekt hier war das Los Angeles Valley. Wenn Sie die Geografie dort ein bisschen kennen, dann wissen Sie, dass Los Angeles in einem Tal liegt. Das heißt, man kann relativ gut geografisch abgrenzen, was da an Verschmutzung produziert wird, in die Luft geblasen wird. Und dort wurden jetzt schon vor einigen Jahren Verschmutzungszertifikate eingeführt. Und zwar funktioniert das so, dass jährlich Zertifikate von der Regierung versteigert werden, von der Landesregierung. Und die Regierung bestimmt dann natürlich den Gesamtwert an Verschmutzung und sorgt dann dafür, dass über die Zeit die Gesamtverschmutzung sinkt. Und Firmen oder jedermann kann dann eben diese Verschmutzungsrechte kaufen und untereinander handeln. Und Firmen, die darauf angewiesen sind, besonders viel Schmutz in die Luft zu blasen, weil sie eben in einer entsprechenden Branche sind, müssen eben entsprechend viele Verschmutzungsrechte kaufen. Umgekehrt können Gruppen wie Greenpeace dann natürlich auch Verschmutzungsrechte kaufen und sie nicht handeln, sondern einfach nur halten. Ne? Und damit auch darüber bestimmen. Das ist das berühmteste Beispiel für das Schaffen von Eigentumsrechten, wo keine vorhanden sind. Okay, und gerade was Externalitäten angeht, ist das natürlich ist das so eine der Standardempfehlungen aus der Ökonomik der Eigentumsrechte, die auf dem Coase-Theorem beruht. Wenn keine Eigentumsrechte da sind, kann man ja mal versuchen, welche zu schaffen. So, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, das Coase-Theorem in der Formulierung, die wir uns angeschaut haben, ist sehr vereinfachend. Andere relevante Faktoren, die jetzt hier nur implizit, die nicht explizit hier vorkommen, sind erstens Vertragsfreiheit. Vertragsfreiheit muss natürlich gegeben sein, sonst können die Spieler nicht zu einer Verhandlungslösung kommen. Zweiter Punkt. In der Realität sind Transaktionskosten fast immer signifikant. Deswegen muss die Politik bei der Wahl der Haftungsregel für eine bestimmte Situation abwägen, welche Seite denn bei einer Verhandlung benachteiligt wäre. Ne, und dann dementsprechend vielleicht der Seite das Handlungsrecht geben. Wir können uns zum Beispiel überlegen, wenn die Transaktionskosten nämlich stark asymmetrisch verteilt werden, wären. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass die Transaktionskosten für eine Verhandlung gleich für beide Parteien sind. Ne? Es kann ja sein, dass eine Partei stärker von Transaktionskosten betroffen ist. Und wenn es so eine starke Asymmetrie gäbe in Transaktionskosten, sodass hauptsächlich eine Seite diese Transaktionskosten tragen müsste, dann hat diese Partei mit den hohen Transaktionskosten natürlich bei der Verhandlung eine schwächere Position. Außerdem, was wir hier nicht gesehen haben, sind in der Realität meist mehrere Parteien von den Externalitäten betroffen. Jetzt können Sie sagen, kein Problem, tun wir einfach so, dass dann nehmen wir halt an, dass die Gruppen von Betroffenen oder Gruppen von Schädigern zusammen agieren, so tun wie ein Akteur. Aber wenn man das in der Modellierung berücksichtigen möchte und annimmt, dass die Leute rational sind, dann gibt es natürlich Trittbrettfahrerprobleme. Denn jeder in der geschädigten Gruppe
kann potenziell davon profitieren, dass eine Verhandlungslösung erreicht wird. Und jeder in der geschädigten Gruppe kann auch nicht ausgeschlossen werden von so einer Verhandlungslösung. Und es gibt dann eben Anreize, sich nicht daran zu beteiligen, an die Lösung zu finden. Und wenn jeder Einzelne in der geschädigten Gruppe sich das überlegt, dann wird niemand sich daran beteiligen und es gibt auch keine Verhandlungslösung. Das könnte ein Problem sein, ne, wenn wir Gruppen von Akteuren haben. Ein weiterer Faktor, den wir hier implizit angenommen haben, ist natürlich Rationalität. Die Akteure in unserem Beispiel sind in der Lage, genau ihre Grenzkosten zu bestimmen und den Verlauf ihrer Grenzkostenkurve. Und in der Realität ist das gerade bei Externalitäten wahrscheinlich schwer zu quantifizieren, obwohl natürlich die meisten Leute sagen können, mehr Lärm finde ich schlechter als weniger Lärm oder mehr Lärmvermeidung kostet mich mehr Geld als weniger Lärmvermeidung. Und das kann eben dazu führen, dass selbst wenn die Transaktionskosten niedrig sind, eine Verhandlungslösung nicht zustande kommt, ne, da die Akteure ihre jeweiligen Kostenverläufe nicht richtig einschätzen oder über- oder unterschätzen. Und ein letzter Punkt, der hier nicht berücksichtigt wird und der oft kritisiert wird bei der Co-Lösung, ist strategisches Verhalten. Die Akteure in unserem Modell optimieren automatisch ihren Nutzen, handeln dabei aber nicht strategisch. Strategisch handeln könnte zum Beispiel beinhalten, dass der Schädiger, dass der Fabrikbesitzer vor der Verhandlung ankündigt, sehr, sehr viel Lärm zu produzieren, damit er später eine möglichst hohe Kompensation für seine Emissionsreduktion rausschlagen kann. Okay, und im Extremfall könnten wir uns vorstellen, dass der Schädiger sich darauf spezialisiert, ne, den Bau von neuen lauten Fabriken anzukündigen, nur um sich für das Unterlassen des Baus kompensieren zu lassen. Das ist natürlich eine rein theoretische Überlegung. Was nehmen wir jetzt also mit, als quasi Take-Home-Message aus der theoretischen Diskussion? Wichtig ist mir, dass Sie verstehen, dass mit dem Coase-Theorem nicht gezeigt werden soll, wie in der Realität effiziente Verhandlungsergebnisse erreicht werden können. Das ist nicht der Fokus des Coase-Theorems. Es geht vielmehr darum, zu zeigen, welche Faktoren dazu führen, dass eine effiziente Verhandlungslösung nicht zustande kommt und wie man damit umgehen kann. Ja? Natürlich geht es nicht nur um eins oder das andere, aber der Fokus liegt eher darauf, zu verstehen, warum eine effiziente Verhandlungslösung nicht zustande kommt. Okay? So, das war der theoretische Teil und gleich geht es weiter mit den ersten empirischen Studien.